Team 4, wir waren ja jede Menge auf Entdeckungsreise und das geht dann gleich weiter in der 1.8 oder vielmehr in dem Snapshot zu 1.8. Wir verabschieden uns von Bucket, wir haben alles repariert, wir haben einen riesen Terrain geplättet, auf das wir jetzt richtig toll bauen können und ich sag dann bis zur nächsten Aufnahme, tschüss! So, Hallöchen zu einer neuen Aufnahme Minecraft Let's Play, wie in der letzten Folge angekündigt, jetzt mit der 14W06B. Und ja, wir gehen einfach mal drauf und schauen an, was uns erwartet. Nicht viel Neues, unsere Werkzeuge sind alle repariert. So, kein Bucket mehr. Das heißt, kein Speed ernten, kein Bäume fällen, kein. Sieht das jetzt irgendwie anders aus oder habe ich das nur so im Gefühl? Habe ich wohl nur so im Gefühl. Irgendwas ist anders, ich weiß nicht was. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es hat einen anderen, ich sag mal, Eindruck, wenn ich hier so lang laufe, als letzte Mal, als ich dort lang gelaufen bin. Kann sein, dass ich auch irgendwie nur heute kaputte Augen habe. So, Schritt 1. Wir brauchen einen Teleporter. Wie macht man einen Teleporter? Natürlich mit Kommandoblöcken und jede Menge Hightech-Gedöns in Form von komischen Blöcken und Holz und so. Und irgendwie soll es auch bunt sein, aber da haben wir momentan nicht wirklich was hier. Außer fünf Netherblöcken, aber die können wir auch theoretisch verbauen. 5 Sand, das lohnt sich gar nicht. Was haben wir dort drin? Glowstones, Cleanstone, Halbsteine, noch ein. So ein Nether-Dingsi. Na, gucken wir mal, was damit sich machen lässt. So. So, der Teleporter kommt hier hin. Danach kopieren wir ihn. Also, wie gesagt, wir testen heute wirklich mal das Kopieren. Hier ist ein bisschen klein, oder? Das ist allgemein hier ein bisschen klein. Warte mal. 2, 3. Zack, zack. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. So. Zack. Da stellen wir ihn doch lieber nach draußen. Hier drin wird er ja wahnsinnig groß. So, jetzt brauchen wir eine Teleporter. Raumplatte, so. So. Jetzt brauchen wir einen Eingang. Würde ich einfach mal sagen, wir bauen das jetzt relativ simpel. So. Bin gespannt, wie das mit den Kopieren klappt. Ich habe es noch gar nicht getestet, muss ich sagen. Ist also noch komplettes Neuland für uns. Genau wie für verschiedene Leute das Internet. Was auch gar nicht schlimm ist. So. Jetzt irgendwas Farbenfrohes für die Ränder. Nehmen wir da wirklich 4 Holzblöcke? Ist das nicht ein bisschen sehr simpel? Naja. 1, 2. So, eine Teleporter-Plattform. Naja, muss jetzt so reichen. Bessere Idee. Den nochmal raus. Oh Gott. Hab ich meinen Grippe-Effekt immer noch nicht überwunden, dass ich jetzt hier so rumnieße. So, so, so und so. So, damit es irgendwie. Na, dorthin. So. Und so. An sich doch ganz schick, oder? Ein bisschen klotzig für das kleine Häuschen, aber an sich ganz schick. Wartet mal ganz kurz.
Ja, so ein bisschen Schnupfen habe ich noch und die komplette Nase ist entzündet. Ihr kennt das ja. Wenn ihr länger als eine Woche irgendwie Schnupfen habt, dann ist auf einmal die Nase so wund, dass jede einzelne Berührung daran schmerzt und weh tut. So, fürs Kopieren brauche ich allerdings das Wiki. Da weiß ich noch nicht, wie es auswendig geht. Aber das macht ja auch nichts. Wir merken uns jetzt erstmal die Koordinaten, wo wir uns hinterher wieder hin teleportieren wollen. Ein Zettel wäre nicht schlecht. Ah, habe ich einen ganzen Block hier. Ha! Ein neuer Block, Zettel, der nur darauf wartet, mit Notizen beschrieben zu werden. Ach, das haben sie jetzt. Ah, guck mal. Und auch gerundet haben sie es jetzt. Zumindest teilweise gerundet. Warum die 70 da so viele Nullen hinter hat, weiß ich auch nicht. Aber es ist übersichtlicher, muss ich sagen. Auch wenn Totalrundung für das, was wir machen, auch komplett reichen würde. Ach so. Ah, der Block. Block müssen wir gucken. Nicht XYZ, sondern den Block. Da haben wir sogar den Chunk angezeigt. Da sehen wir unsere Position und in welche Achse wir gehen. Das Lichtlevel. Die Block-ID, auf der wir stehen. Ist das wahr? Und guck mal, unser Zeiger wird damit zu XYZ. Aha, Local Difficulty. 2,25. Tag 122. Wow. Was heißt Tag 125? Ich denke, wir spielen schon länger. Ich meine, jede Aufnahme ist ja im Endeffekt ein Tag, aber okay. Genug damit beschäftigt. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir uns hin teleportieren. Am liebsten möchte ich jetzt ja erstmal meine Level verballern, die wir jetzt noch haben. Da gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Lapis haben. Das gehört jetzt auch zum Let's Play, dass wir uns ein bisschen Lapis neu ranorganisieren für die nächsten Aufnahmen. Also, wenn wir jetzt eine Höhle finden, wo wir die neuen Steine abbauen, wird natürlich auch Fokus auf Lapis gelegt. Natürlich, ja, wir nehmen eh wieder alles mit. Was jetzt natürlich alles etwas weniger sein wird, da kein Bucket. Warum spawnen da Schweine? An dem ersten Schwein bin ich so ganz gleichgültig noch vorbeigelaufen, aber das zweite hat mich dann irritiert. Na, ich hoffe, das bleibt das Einzige, was hier an Tieren spawnt. Die Animal-Kalypse brauche ich hier wirklich nicht. So, was haben wir denn noch? Nehmen wir mal so einen ganzen Stack hier mit, dann haben wir erstmal genug. Also wie gesagt, ich finde das auf jeden Fall toll, dass Lapis da noch eine richtige Bedeutung gegeben haben, als Erz auch mal. Nicht nur als Farbstoff. Allerdings muss man jetzt sagen, der blaue Farbstoff ist jetzt natürlich noch seltener geworden. So, ihr seid schon alle verzaubert. Dann machen wir uns mal ein paar neue Sachen. So, was haben wir denn? Wovon haben wir die meisten Sachen? Schwerter und Spitzhacken. Bei Schaufeln haben wir auch einiges. Naja, verballern wir mal alles Mögliche hier. Vier Tools. Machen wir mal noch. Ne, eine Schaufel haben wir da noch. Machen wir erstmal noch eine Axt. Eine Spitzhacke kann nie schaden. Brauchen wir eh die meisten. Ja, machen wir uns auch noch ein Schwert. Und mit den letzten machen wir uns. Ja, Schaufeln brauchen wir die meisten eigentlich. So, gerade jetzt, wo kein Bucket mehr da ist, müssen wir ja auch wieder ordentlich Tools haben. Und da stehen ja quasi die Schaufeln so an erster Stelle, was wir so verbrauchen. Von daher passt das schon. Bin ich ja mal gespannt, was wir jetzt kriegen. Also sieht, wenn ich jetzt so auf die Bäume gucke, also so sah das vorher nicht aus, oder? Ich meine, es sieht gut aus, also es sieht besser aus auf jeden Fall, aber es sieht anders aus, oder? Oder täusche ich mich da wirklich nur? Vor allem, was mich wundert, dass die Welt mal komplett geladen ist. Ich meine, wir können ja selbst die Burg von Opa Spielt hinten sehen. Wo ich ihm immer noch eine Mail schreiben muss, dass er eingeladen ist, uns da wirklich auch mal selbst rumzuführen. Ach, ich komme momentan zu nix. Seit dem Yxa-Release bin ich nur noch am Rumwerkeln. So. Ach so.
Na gut, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist nicht gerade gut. Ne, so. Ne? Hä? Ach so, ah, stimmt, jetzt bin ich schon wieder unter 30 gerutscht. Naja, also 30 Level muss man jetzt haben und dann quasi geht's halt ab, immer 3 Level runter. Reparieren. Weiß gar nicht, gucken wir uns das auch mal kurz an. Kostet jetzt auch nur noch ein paar Level. Schauen wir mal. Hier brauche ich weiterhin noch Dias. Aber die Erfahrungskosten sind natürlich jetzt deutlich geringer. Da müssen wir mal gucken. Also wenn wir jetzt auch so prima, lassen wir ein Stack mal hier drin. Wenn wir jetzt so auch prima reparieren können, dann brauchen wir natürlich theoretisch die Repair-Funktion von Bucket gar nicht mehr. Da es würde auf dasselbe hinauskommen. Das lohnt sich also nicht für uns. So, und jetzt geht's auf Wanderschaft. Ach, wie gern mache ich das. Ja, irgendwas hat sich verändert. Zeig mal, Grafikeinstellungen. Einfach mal nachschauen. Twitch-Einstellungen, Skin Customize, Cape an, Left Sleeve. Ach ja, stimmt, unsere. Fertig. Ach, Leder. Warten, warten, warten. Ah, Super Secret. Ah, da könnten sie auch mal hier ein richtiges Menü machen, finde ich. Grafikeinstellungen. Da, hell, Wolken an, Servertexturen an. Machen wir. Den können wir jetzt mal aufdrehen, mal gucken, was dann passiert. Vollbild, an, hell, automatisch. Wow. Nee, doch nicht. Sieht das jetzt immer noch so gut aus? Also ganz ehrlich, jetzt haben wir die Kantenglättung an und die Kanten sehen irgendwie noch krubbeliger aus als vorher. Ich weiß nicht, nee, das gefällt mir jetzt gar nicht. Gerade hat es mir besser gefallen, jetzt gefällt es mir gar nicht. An der Kantenglättung müssen sie nochmal arbeiten. Naja. Dann lassen wir sie einfach wieder aus. Pioi. Ich habe mir grob angeguckt, was es Neues gibt, aber jetzt so in den Kern so Grafikfunktionen. Oh Gott. Erstickungsgefahr. Man sollte kein Wasser trinken und gleichzeitig reden. Oh, sorry. So finde ich es wieder schön. Also so hat es, wenn es so leicht verschwommen im Hintergrund ist, das hat was. Das sieht, wir sehen ja auch nicht bis hinten hin alles scharf. Oha. Leck mich doch am Arsch. Ersticke ich im Let's Play. Wenn ich hier tot zu Boden gehe, werdet ihr die Folge nicht mal sehen, weil keiner sie hochlädt. Da ist immer noch der Bug mit dem Licht in der Ecke, aber mein Gott, das ist nur noch eine kleine Ecke. So, und jetzt geht's wirklich dann aktiv los. Oh Gott. So, wir suchen natürlich immer noch unser Potzdol-Biom. Und natürlich jetzt auch die neuen Steinsorten. Von wo haben wir bessere Chancen? Ich würde sagen, vom dunklen Wald aus. Möchte jetzt nicht wieder irgendwo zufällig hin teleportieren. Auch wenn es gar nicht mehr so dunkler Wald ist hier. Oh, guck mal, da wird nicht geladen. Aber ansonsten, es lädt wieder etwas schneller. Das ist durchaus positiv. Kein Bett. Es ist tiefste Nacht. Es sind keine Schafe in der Nähe. Ich bräuchte ein paar Spinnen. Dann wird's gehen. Ansonsten nehmen wir uns mal schon mal so ein bisschen Holz mit. Keine Spinnen? Weit und breit nicht? Aber bestimmt kommt gleich der Creeper.
Erlebnis ein Schaf. Wartet mal, wenn wir das Schaf schlachten, kriegen wir doch genau ein Wolle. Stimmt mit den